Giftwolke, Schild und einfach nur abgrasen hier. Oh, 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 oh. Oh, jetzt haben sie mich eingekesselt. Ja, verdammt, das war auch dann mein Ende gewesen. Ja, zum Glück habe ich noch einen Lebensstein. Aber leider war ich so doof, dann dafür meine ganzen Lebenstränke zu verschwenden. Oha. Ja, ihr seht schon, das ist hier nicht ganz so einfach. Wenn man es hier mit zu vielen Gegnern anlegt, dann ja, ist man schnell des Todes. So ein paar Feuerbälle in die Ferne werfen. Und hoffen, Urpa damit schon ein bisschen Schmutz zu machen. Komm her, du blöder Klapper, Philipp. So. Ach, guck mal, da hinten ist noch eine Truhe. Hoffentlich hat sich das auch der ganze Aufwand gelohnt. Ja, immerhin ein Lebenstrank, ein ledergebundenes Buch. Das werde ich mir gleich noch genauer ansehen. Und ein bisschen Geld. So, für euch ist noch die Giftwolke. Okay, damit sollte ich jetzt hier soweit alles abgegrast haben. Ich glaube, nach links geht es nicht mehr groß weiter, oder? Ah, doch! Ach, guck mal, hier hinten! Ah, aber vorher, was haben wir jetzt hier? Nur das ledergebundene Buch. Ein sehr dickes Buch! Aha, gut, bringt immerhin 10 Gold. Dann habe ich eigentlich soweit nichts weiter. Die Lederkappe ist jetzt besser als meine, ich weiß es nicht. Nee, ich werde damit nicht besser. Aber ein paar Gegnerchen gibt es jetzt hier noch zu erwischen. Vielleicht mache ich ja noch ein Level-Up. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Denn wer weiß, was in der nächsten Gruft alles auf mich wartet. Oh, 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 oh. Was mir gerade schon sehr gefällt, ist, dass hier nicht ganz so viele sinnlose Items fallen wie bei Diablo. Also hier fallen wirklich nur Münzen und ein bisschen Zeug. Und nicht so, dass man direkt nach der ersten Hälfte der Gruft schon seine Taschen voll hat und zum Händler gehen muss. So, aber wir gehen hier noch nicht raus. Wir schauen uns hier noch richtig um. Kommt her! So, mein provisorisches Schild. Den Skelett-Heini umgebracht. Ja, leider kann man hier die Umgebung nicht zerstören. Aber hier hinten scheint es weiterzugehen, oder? Na, leider nicht. Hier ist, glaube ich, Ende im Gelände. Ich kann hier auch nichts benutzen. Nun gut, dann würde ich sagen, haben wir hier unsere Aufgabe erfüllt und begeben uns nach draußen und schauen uns die nächste Gruft an. So, erstmal noch hier den Olm Fledermaus Heini. Genau. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen Gold, aber nicht so viel. Wie viel habe ich jetzt überhaupt gerade? Wieso wird mir nicht angezeigt, wie viel Gold ich habe? Doch, um 216 Münzen. Gut, das Buch, bringt uns das irgendwas? Ne, das Buch bringt uns nichts. Das können wir also verkaufen. Warum zeigt er mir, dass ich hier rein soll? Da zeigt er mir wieder, dass ich raus soll. Hä? Ist ja auch komisch. Aber ich habe den Schlüssel. Ein rostiger alter Schlüssel. Genau, Aufgaben. Na gut, dann schauen wir mal. Ich brauche 3 Schlüssel, um in das Mausoleum zu gelangen, in welchem das gesuchte Artefakt versteckt ist. Jeder liegt in einer der 3 Gruften. Den ersten habe ich gefunden, jetzt noch 2, dann ist es geschafft. Genau. Warum ich jetzt da nochmal... Ach so, das zeigt mir nur an, dass ich da reingehen kann. Das ist also jetzt nicht die Questmarkierung, denn die habe ich hier mit dem Kompass. Da seht ihr jetzt hier den Pfeil, der gerade nach rechts zeigt. Das vor der Tür ist quasi nur die Markierung. Ja, ne, da kannst du rein, da ist noch was. So. Wo muss ich jetzt lang? Ich muss jetzt hier hinein. So. Erstmal den Checkpoint hier mitnehmen. Warte! Die Mauer dort drüben sieht irgendwie anders aus als die übrigen. Ich muss auf der Hut bleiben. Aha. Dann bleiben wir mal auf der Hut. Ziehen die Skelette zusammen. Giftwolke. Und erledigen sie. So, für euch gibt es ein paar Feuerbälle ins Gesicht. Ah, da ist auch schon der nächste Lich. Kann man mit der Mauer hier irgendwas machen? Ach, guck mal, die Mauer schießt kleine Pfeile. Das ist ja raffiniert. Okay, gut. So, Lich. Wir beide. Deine Seele ist mein kleiner Mensch. So klein bin ich nun aber auch nicht. Immer diese Diskriminierung hier.
Ich sollte mein Schild aktivieren, aber das ist gerade noch nicht ready. Oh, oh. Ha, der macht doch diesmal einige andere Attacken, oder? Macht er die gleichen Attacken? Unser Herr Geistlich? Ich finde den Namen immer noch klasse. Geistlich. Ob das jetzt an der deutschen Übersetzung liegt oder ob dieser kleine Wortwitz gewollt ist, ich weiß es nicht. Ja, man kann das Spiel übrigens auf mehreren Sprachen spielen, wo wir gerade schon mal beim Thema sind. Natürlich spiele ich es auf Deutsch, das ist für uns alle einfacher. Ihr könnt es aber auch auf Englisch oder Spanisch oder Französisch spielen. Also es ist wirklich sehr multilingual. Und ja, da die Vertonung jetzt nicht so umfassend ist, macht das auch eigentlich gar keinen Unterschied. So, jetzt komm her. Dass man mein Schildchen jetzt aktiviert. Und jetzt Frostschlag. Na komm hier. Letzten Schüsse für dich. So, 194 Münzen. Oh, geil. So, was haben wir jetzt hier noch? Ja, da vorne geht schon wieder die Party weiter. Party hart, Jungs, ne? Okay, okay, ich weiß schon. Ich sehe schon, ihr wollt tanzen? Dann tanzt! Tanzt, arme Seelen, tanzt. So. Ja, ihr seht ein bisschen verbrannt aus, Jungs, irgendwie. Aber gut, so schlank, wie ihr seid, erlöse ich euch von eurem untoten Dasein. Ob man so als Skelettkrieger hier glücklich ist? Ach ja, mir gefällt mein Leben, den ganzen Tag in der Gruft stehen und warten, bis irgend so ein Wanderer kommt, der mich dann so richtig vermöbelt. Ach ja, ich lebe meinen Traum. Ja, so ähnlich quasi. So, den Pfeilen noch geschickt ausgewichen. Und dann ganz kurz mal geschaut. Ich habe jetzt hier noch diese Lederkappe bekommen. Die macht mich besser, gibt mir auf jeden Fall mehr Rüstung. Nehme ich deswegen mit. Der Rest ist jetzt nicht ganz so gut. Ja, passt alles soweit. Das lassen wir so. So, da liegt da auch der nächste Schlüssel. Das ging jetzt ein bisschen schneller hier. Aber der Bereich scheint hier noch ein bisschen umfangreicher zu sein. Das heißt, auch hier werde ich mich gleich etwas umsehen. Auch schön natürlich das obligatorische Tropfen im Hintergrund. Denn hier in der Gruft ist es natürlich feucht. Hier modert alles, sehen wir auch hier. Da unten läuft ein kleiner Wasserkanal lang. Und hier ist es allgemein so ein bisschen schimmelig, triefend nass. Also hier kann man auch als Toter eigentlich gar nicht richtig glücklich sein. Deswegen stehen die auch immer auf und verbreiten Übles. Denn ja, die sind hier eigentlich einfach nur genervt, dass die Lebenden nicht mal den Anstand hatten, die ordentlich zu beerdigen. So ein schönes, kleines, exklusives Grab. Dort, wo Sonne scheint, vielleicht auch noch das Meer, ein schöner Ausblick. Aber nein, man kommt irgendwo in so ein muffiges, altes Gruftigrab. Ja, da braucht man sich nicht wundern, wenn man dann danach spuken geht. Da würde ich die Lebenden nämlich auch verfolgen. So, da hinten haben wir noch eine Truhe und hoffen hier auf guten Loot. Ich frage mich, ob es hier genauso wie bei Diablo auf den höheren Schwierigkeitsstufen auch andere Loot gibt. Naja, so, wir bekommen erstmal auf jeden Fall Tonne mit Waren. Oh, eine Tonne Waren, ein Schädel. Das sind eine Tonne mit Waren. Diese Tonne ist mit wertvollen Waren gefüllt. Ja. Und trotzdem bloß Zähne wert. Ein Schädel. Hm, gut. Dann noch schnell das Artefakt mitgenommen. Juhu, Aufgabe aktualisiert. Ja, ich denke mal, wir wissen alle, was als nächstes kommt. Richtig, die dritte Gruft. So, hier habe ich soweit alles. So, noch schauen, dass ich nicht vom Pfeil getroffen werde. Und dann gehen wir wieder raus. Und hier, last but not least. Oh, oh, was kommen hier? Skelettkrieger! Ja. Aber Jungs, ihr habt natürlich keine Chance gegen mich. So. Erledigt. Ob jetzt hier so ein ganz großer Kampf kommt, ich bin ja mal gespannt. So, auf jeden Fall kommen jetzt hier noch ein paar weitere Skelett-Heinis. Ich ziehe sie etwas zusammen, so mit denen hier. So, kommt mal alle her und sterbt, sterbt. Uah. Ja, Level nach oben, sehr gut. Ansonsten wäre ich vielleicht noch gestorben. Allerdings habe ich ja auch noch 3 Heiltränke, also das wäre schon noch gegangen. So. Zack, 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 Münzen mitnehmen, nicht vergessen. Das Mana-Tränkchen. So, noch die Jungs ein bisschen eingedeckt. Juhu. Ach, da kommen direkt mehrere von den Kumpels. Aha, jetzt haben wir hier noch eine Truhe. So, kommt mal her. So, für mich gibt's da Schild.
Boah, es kommen aber richtig viele hier. Zum Glück meine Frostpunch gehabt. So. Zack, alle klar gemacht. Ich habe ein ungutes Gefühl bei dieser Sache. Okay. So, ich öffne jetzt hier erstmal das Kistchen. So, bekomme wieder ein bisschen Zeug. Und ich habe auch einen einen Dot drauf. Ja, wahrscheinlich eine Falle in der Truhe oder sowas. Auf jeden Fall kommen jetzt hier gerade richtig viele Gegner. Und ich sollte ganz kurz die Zeit nutzen, um nochmal schnell meine Fähigkeiten zu verbessern. So, ich habe ja gesagt, ich will erstmal den Feuerball auch noch mit hochskillen für den Meteor. Das mache ich auch direkt. So. Dann macht er auch gleich ein bisschen mehr Schaden. Oh, so, zack. Und zack. Ich muss sagen, für ein Spiel, das ungefähr 14 Euro kostet oder 15 Euro, spielt es sich verdammt gut. Also die Steuerung ist sehr gut, die Optik gefällt mir auch, die Animationen sind toll. Also auf jeden Fall für das Geld bisher ein richtig gutes Spiel. Ich bin mal gespannt, wie die Story dann noch weitergeht, ob die schön spannend ist oder ob das hier am Ende nur so ein fader Dungeon Runner wird. Aber da lasse ich mich noch überraschen. Und da vorne steht wer. Das sieht irgendwie aus wie, wie Karl-Heinz der Obermotz. Ich schieße ihn direkt mal an. Okay, es ist zwar... Okay, gut, das war jetzt nicht Karl-Heinz der Obermotz. Das war nur Billy, sein kleiner Bruder. So. Aber er hat was verloren. Na gut, doch nur ein paar Münzen. Ein neuer Gegnertyp quasi. Leider kennen wir nicht seinen Namen. Friss das! Fuck yeah! So, noch schön alle klar gemacht, den Schädel hier mitgenommen. So, hier vorne kommen wir nicht weiter. Ach, guck mal! Der Dungeon ist direkt ein bisschen tiefer. Wir haben nämlich einen weiteren Checkpoint. Gut, aber unser Inventar hat noch eine Menge offene Slots. Das heißt, wir können hier noch schön weiter rumlaufen. 6 Heiltränke mittlerweile schon. Das ist auch gut. Da vorne ist noch eine Truhe. Sobald ich hier die paar Gegner beseitigt habe, werde ich sie mir genauer ansehen. Ah, zurück ins Grab mit euch. Und totes Gesindel. So, hier. Ich heiz dich ein! Seht ihr mal. Gut, dann jetzt hier zur Truhe. Truhe auf. Blaue Lederschulterplatte und ein Mana-Trank. So, die Lederschulterplatte, die ist übrigens wirklich blau und sie macht mich besser. Ja, ziehen wir sie direkt an und sehen jetzt ein bisschen komisch aus. Ja, wir sehen hier auf der linken Seite unseren Avatar. Und ich finde es auch gut, dass hier die Items auch angezeigt werden. Das hat man ja wirklich bei vielen Spielen nicht. Gut, jetzt noch die restlichen Items, die was taugen. Ein Schädel. Ach so, diese umrandeten Items sind die neuen Items, die man noch nicht begutachtet hat. Ach ja. Ach, ein Mana-Trank. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen denen und dem? Also wahrscheinlich können die auf maximal 9 stacken. Das kann natürlich sein. So, euch ziehe ich hier. Ah, da vorne ist ja mein Kumpel der Lich. Aber um den kümmere ich mich erst gleich. Erstmal mache ich die hier alle weiter fertig. So. Du hast keine Chance, erbärmliches Ding. Spüre meinen Zorn. Naja, keine Chance. Das haben deine anderen beiden Kumpels auch gesagt. Und wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Haha. In der Hölle, Junge. Da, wo du auch gleich hingehst. Komm ehrlich. Auch mal, wie ich den jetzt voll den Schaden reindöner hier. Aber ich sollte nicht zu voreilig sein. Lieber Schild anschmeißen, ein bisschen auf Sicherheit spielen. So, noch etwas Gift hier legen, dass er da schön gleich durchlaufen kann. Na komm her, lauf mir nach, mein Freund. Haha, voll ins Gift rein, so. Kurz noch einen Heiltrank geschluckt und jetzt zurück mit dir ins Grab. Grüß den Teufel von mir, Junge. 127 Münzen, das ist schön. So, für euch noch einen... Oh, kurz noch lieber einen Heiltrank geschluckt, denn es wurde gerade schon wieder ein bisschen eng. Dass ich hier noch so eine dicke Lippe riskiere und dann am nächstbesten Gegner verrecke. Das wäre ja erbärmlich. So, zack. So, Aufgabe ist wieder aktualisiert.